Hallo Leute der hohen Kochkunst, hier ist er mal wieder, euer Held vom Kanal Farmfroh 60+. Wir wollen heute mal wieder ein schönes Gericht für euch kochen und ich habe da folgende Idee. Wir haben immer Minutensticks zu Hause oder öfter mal und daraus macht mein Weibi immer so Filetspitzen für einen Salat. Ja, relativ simpel, schmeckt zwar sehr, sehr gut, aber ich habe mir überlegt, wir machen mal aus diesen Minutensticks was ganz anderes. Ich mache mal daraus kleine Rouletten, ne, und die betten wir dann auf ein schönes Kartoffelpüree-Bett. Das machen wir mal. Und ich werde euch zeigen, was ich dafür alles brauche. Ja, ihr Lieben, was brauchen wir für unsere Rouletten? Natürlich die Minutensticks. Ne? Ich habe die noch mal ein bisschen plattiert. Also schön Folie drüber und dann hier immer ruff mit dem Top. Und ist das Rind oder Schwein? Das ist Rind natürlich. Na ja, ne? Das erkennt ja das jeder. Das rote Fleisch, das erkennt jeder. So, dann brauchen wir ein bisschen Butter nachher, um die Zwiebelröllchen ein bisschen anzudünsten. Dann habe ich eine schöne Rinderbrühe. Dann haben wir Meerrettich, Schlagsahne, die Gemüsezwiebeln. Frühlingszwiebeln, Entschuldigung. Und dann haben wir natürlich wieder Spice Bar. Ne? Einmal den Kartoffelknaller nachher fürs Kartoffelpüree. Ne? Und dann haben wir Bratengewürz. Jetzt würdet ihr euch wundern, warum Bratengewürz. Aber für die kleinen Rouletten will ich das mal ausprobieren. Denn das ist wirklich total lecker. Man nimmt es eigentlich für den Sonntagsbraten so. Aber wir wollen das mal ausprobieren. Und Bratensoße, Leute. Bei einem Mindestbestellwert, bei Spice. Nicht Soße, Gewürz. Gewürz, Entschuldigung. Ach, die Frau Kamera ist wieder so schlau. Sei nicht so vorlaut, du weißt, die Leute beschweren sich darüber. Ne? Finde ich gut. Also nochmal, Braten, Gewürz, ne? Kommt dann mit rein und das ergibt dann, das lassen wir ein bisschen einköcheln und das ergibt dann hoffentlich eine schöne Soße. Ich werde euch das nachher mitteilen. So, jetzt wisst ihr erstmal, was wir alles haben. Und ich würde sagen, jetzt fange ich mal so langsam an vorzubereiten. Ja, hier mit dem Bratengewürz natürlich bei einem Mindestbestellwert bei Spicebar von mindestens 15 Euro. Also Mindestbestellwert mindestens, ja, doppelt gemoppelt. Erhaltet ihr dieses Bratengewürz gratis diesen Monat dazu. Also Leute, schön, und unten steht es nachher nochmal alles in der Infobox, auch mit Spicy und so, was ihr eingeben müsst, welchen Rabattcode, damit ihr auch dieses Gewürz bekommt. So, und jetzt fangen wir aber an. Ja, nun fangen wir an. Ne? Als erstes kommt erstmal hier Sahne-Meerrettich, also Sahne-Meerrettich. Ich glaube, ich habe vorhin nur Meerrettich gesagt, aber natürlich Sahne-Meerrettich, sonst ist es nachher zu scharf. Ne? So, hier haben wir übrigens eine schon, habe ich schon vorbereitet. Damit ich das auch ja richtig mache für euch. Ne? So. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es gut schmeckt. Aber ich werde es sehen. So, dann kommt jetzt das Bratengewürz wieder von Spicebar. Das machen wir jetzt hier schön. Ein bisschen drauf. Und dann nachher, wenn sie fertig ist, mache ich außen auch noch mal ein bisschen rauf. So, und dann nehmen wir hier ein, ach, hier die Frühlingszwiebeln, habe ich ja gar nicht gesagt. Hinten das Ende abschneiden, so ungefähr 10 cm. Ja. Und das nehmen wir nachher fürs Kartoffelpüree. Und zum Kartoffelpüree gehören natürlich vorhin vergessen Kartoffeln dazu. Ne? Hast du schon geschält, geschnitten? Ja, schon geschält, geschnitten und jetzt setze ich die gleich an. Ne? Okay. So, Sahne-Meerrettich ist drauf, Gewürz ist drauf. Jetzt haben wir die Frühlingszwiebeln mit drauf. Das wird jetzt zusammengerollt, festgesteckt, sodass wir schöne vier von diesen kleinen Rouletten haben. So machen wir es. Kann ich sagen dazu Involtinis? Ich finde, Rouletten ist das total... Das sind Rouletten und keine Involtinis. Ne? Das finde ich auch besonders schön. Ja. So, na dann roll mal. Ja. Da kocht was. Da kocht was, meine Kartoffeln. Denn jetzt haben wir schon mal die Kartoffeln aufgesetzt.
Denn die Geschichte hier geht natürlich nachher relativ schnell. Ich habe schon mal Butter auf eine kleine Pfanne gemacht. Da werden dann die kleinen Röllchen, die werden angedünstet. Oh, ich sehe da ein neues Gewürz. Da kocht's. Ja. Ich sehe da ein neues Gewürz. Ja, Frankizitz. Frankizitz kommt damit rüber, ist so ein bisschen crunchy. Ne? Ja. Und dann kommt nachher unsere Rolletchen, die werden in Sonnenblumenöl ein bisschen ringsrum angebraten. Dann wird es abgelöscht mit ein bisschen Rinderbrühe. Und ja. Nur zwei Minuten, zwei, ne? Zwei Minuten schmoren nochmal und dann ist die ganze Geschichte fertig. Ne? Pass auf, dass jetzt die Butter nicht braun wird. Nein, um Gottes Willen. Mein Held ist Multitask. Ja. So, ihr Süßen. Schaut. Und das wird unter den Kartoffelbrei? Das kommt nachher unter den Kartoffelbrei, genau. Das stelle ich mir lecker vor. Ja, das ist ja auch so gedacht. Ne, das ist mal so ein bisschen. Ja, mach das. Na gut, ich möchte auch mal was machen. Also ich liebe es, den Rest esse ich selber. Funky Zietz ist nämlich für ganz viel, für Salat und auch so ein bisschen, um so ein bisschen crunchy zu haben, ein bisschen Würze noch mit drin zu haben. Richtig, richtig gut. Und so. Natürlich nicht zu vergessen, dieses Gewürz ist von Spicebar. Ne? Mhm. Wieder dran denken, immer dran denken, gerade jetzt. Das könnte auch ein schönes Weihnachtsgeschenk sein. Ne? Da gibt es also auch einen Weihnachtskalender beispielsweise. Oder man kann sich auch selbst was zusammenstellen, so eine schöne Box irgendwie. Und wie gesagt, von Spicebar immer an die 15 Euro Mindestbestellwert denken. Und dann bekommt ihr also in diesem Monat das Bratengewürz gratis. Super, hast du fein gemacht. Ja, war. So, jetzt sehen wir uns wieder, wenn alles soweit fertig ist, weil das geht ratzfatz, oder? Ja. Und ein schöner Rücken kann auch entzücken. Genau. So, ihr Lieben, guckt, hier ist alles schon sehr schön. Jetzt werden wir noch abwarten, bis die Kartoffeln soweit sind. Dann machen wir die Involtinis rein, beziehungsweise meine Rouletchen. Ja, und dann kann man schon anrichten. Und ich bin gespannt. Heute geht's ratzfatz. Jawohl. So, Kartoffeln sind gekocht. Jetzt werden wir in der Zwischenzeit die kleinen Rouletchen anbraten. Am besten immer auf der Schnittstelle, ne? Genau. Anbraten als erstes. Ja, dann schließt sich das Fleisch. Mmh. Sieht ja lecker aus. Mmh. So, und wie man Kartoffelbrei macht, weiß ja jeder, ne? Das wisst ihr ja, ne? Das ist ja nun ganz einfach. Kartoffeln, ne? Abgegossen, schön stampfen, ne? Ordentliches Stück Butter. Ordentliches Stück Butter. Und wir nehmen immer, die meiste Hausfrauen nehmen Milch, wir nehmen Sahne. Ja, wenn schon, denn schon. Und genau. Kartoffelknaller und Frühlingszwiebeln. Also richtig scharf anbraten. Öl wird es heiß, ihr seht. Weil es sind Minuten steht, ne? Genau. Die dürfen auch nicht zu lange drin sein. Sonst, ne? Was machen sie denn? Dann wird es hart. Ja. Schuhsohle. Wollen wir nicht. Nee. Also, schön scharf angebraten. Seht ihr ja. Jetzt löschen wir das ab. Das sieht ja mit über schön Fleischbrühe. Nochmal ein bisschen Bratensoße oben rauf. Gebratengewürz, ja. Gebratengewürz. Und jetzt? Klammer runter. Und zwei Minuten einköcheln. Zwei Minuten einköcheln lassen. Deckel drauf. So, in der Zwischenzeit machen wir unseren Kartoffelstampf. Ah, schaut mal. Da kommt natürlich erstmal was rein. Wie würde Herr Lichter sagen? Ein Flöckchen Butter. Ein Flöckchen Butter, genau. So, ein Flöckchen. Und bei uns wird natürlich noch von Hand gestampft. Ja, aber so, und dann kommt Sahne dazu. Mmh. Mmh.
Herzhaft, der Mann. Und dazu kommt jetzt natürlich wieder mal der Kartoffelknaller von Spicebar. Leute. Langweilig wäre nur immer Muskatnuss, ne? Ja. Naja, wir versuchen schon Salz und Pfeffer. Das geht natürlich nicht immer, das wissen wir, aus der Küche zu verbannen und nur noch mit wirklich Gewürzen zu arbeiten. Aber immer geht es halt nicht. Aber wenn man es hinkriegt, es ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. So Leute, jetzt kommt hier unsere Frühlingszwiebeln, die anderen Sippen, die kommen jetzt dazu. Gibt ein bisschen Farbe, ne? Farbe und vor allem auch Geschmack. Ja, ne? Stimmt. Genau. In Voltinis, Roletchen. Du pass auf, was du sagst. So. Anrichten ist angesagt. Schaut mal, wie lecker dieser Kartoffelbrei aussieht. Richtig lecker. Also ist doch mal eine schöne Idee. Auf einer Wolke von Kartoffeln. Habe ich ja versprochen vorhin, ne? Genau. Hier, wir machen hier nicht so ein lapidares Kartoffelpüree, sondern wir machen eine Wolke. So. Und jetzt, ihr Lieben, kommt die Stunde der Wahrheit. Schaut. Also die sehen richtig lecker aus. So. Ich bin ja mega gespannt. Da wird es dann gehen. Ja. Wenn immer alles echt. Naja, man muss sie auch mal aufmachen. Ne? Ach, das ist doch so egal. So, ihr Süßen. So, und ein bisschen von der ja. Soße. Oder von der Brühe. Jetzt geht ja gleich mal so ein bisschen unsere Schubladen, was da so alles drin ist. So. Und das kommt oben rüber. Und ich kann euch sagen, es duftet. Mm. So, als Abschluss, so sieht's aus. Und mein Held wird jetzt natürlich probieren. Na klar, erstmal kommt die Schürze ab. Ja. Und dann probieren wir erstmal das Kartoffelpüree. Mit den, ich muss noch mit den Frühlingszwiebeln. So. Sehr lecker. So. Stäbchen raus. Stäbchen raus. Wo schneiden tut sich's gut. Leute, super. Was hast du noch zu sagen? Ihr wisst Bescheid. Alles steht unten in der Infobox. Alle Informationen, die ihr braucht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, vielleicht auch ein kleines Abonnement. Abonnement. Und ansonsten, wie immer, wenn es gefallen hat, alles gut. Wenn es nicht gefallen hat, geht einfach weiter. Ne? Tschüss. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Mein Held und ich.